Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin noch Teil 3 meiner Waldfragestunde schuldig. Wollte der gute Mountainbiker erneut wissen, ich blende es euch hier ein, erstens, ob ich was zum Moor erzählen kann. Das habe ich im Moor-Video ja natürlich schon getan. Ich denke, das war mehr als ausreichend, wieder einmal in aller Ausführlichkeit. Zum Moor gibt es auch irgendwann noch mehr, noch wahrscheinlich viel mehr, weil ich das Moor wirklich sehr gerne mag. Aber ich denke, fürs Erste seid ihr damit bedient. Wer sich das wirklich antun möchte, Link steht da unten. Ja, dann das nächste war eben, wer stellt Vogelbeobachtungstürme, sonstige Beobachtungstürme, Waldschutzhütten und ähnlichen Krempel auf. Also ich gehe jetzt, fassen wir das mal einfach alles zusammen. Sämtliche Bauwerke im Walde und Natur, wer sowas aufstellt. Und darauf wollte ich mal ein kleines bisschen ausführlicher eingehen. Und zwar jetzt. Natürlich kosten all diese Einrichtungen, Beobachtungstürmchen, Aussichtsplattformen und ähnliches in erster Linie erstmal relativ viel Geld. Was teuer ist, ist vor allen Dingen die Materialien erstmal in den Wald zu bekommen und dann muss das da noch irgendwer zusammenbauen und da zahlt man quasi einen Waldzuschlag. Außerdem sind diese Konstruktionen ja meistens aus Holz und müssen dann so spätestens alle 5 Jahre mindestens teilerneuert werden. Also sollten sie zumindest. Je nach Bauart und verwendeter Holzart können sie auch 10 Jahre halten, aber spätestens dann muss man hin und da dringend einiges erneuern. Allein schon aus Verkehrssicherheitsgründen, dass da niemand auf dem Ding zusammenbricht, beziehungsweise mit dem Ding zusammenbricht. Ja, wer baut sowas? Das sind in erster Linie Naturschutzverbände, die dann das quasi refinanzieren, indem sie irgendwelche Führungen und Vogelbeobachtungen von ihrem Vogelturm zum Beispiel anbieten und da dann halt einen kleinen Obolus verlangen, der dann eben die Kosten für den Bau dieses Turmes mitträgt. Natürlich haben sie auch noch Vereinsmitglieder Beiträge, die dann für sowas auch verwendet werden. Das ist ja auch im Sinne der Mitglieder, dass da irgendwo in der Nähe von ihrem Dorf ein schöner Vogelbeobachtungsturm steht, auf den sie dann aufsteigen können und Vogel beobachten. Weil insbesondere, wenn es sich jetzt zum Beispiel um den NABU handelt oder den Bayerischen Landesbund für Vogelschutz, das ist so der bayerische Ableger vom NABU, glaube ich, jawohl, dann ist das halt eben auch wirklich im Sinne der Mitglieder, dass sowas gebaut wird. Das wäre die eine Sache. Die andere Sache ist, dass natürlich auch der Staat in Form seiner Umweltämter und als Staat als solcher die Aufgabe hat, für Naturbildung zu sorgen und den seinen Einwohnern Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, irgendwie Natur zu genießen, auch zum Zwecke der Erholung und Ähnliches. Also das ist Staatsaufgabe, deshalb baut natürlich auch das Bundesumweltamt und seine kleineren Zweigstellen natürlich dann bis hin zu irgendwelchen unteren Umweltbehörden und Ähnlichem, die bauen auch sowas. Es gibt ja zum Beispiel immer mal wieder irgendwelche Walderlebniszentren an verschiedenen Stellen, die sind natürlich alle staatlich deutlich unterstützt, bis komplett vom Staat getragen und verlangen dann meistens auch gar keinen Eintritt, beziehungsweise nur einen kleinen Obolus, weil sie halt eben staatlich stark unterstützt werden und die bauen eben halt auch solche Aussichtsplattformen und Türmchen und finanzieren sich das Ganze dann wieder so ein bisschen, indem sie da auch wieder Führungen drauf anbieten oder Vogelbeobachtungen mit Experten, der dann sagt, das ist jetzt ein Schwan oder was auch immer. Solche Dinge, ja. Und das war es im Wesentlichen eigentlich auch schon. Privatpersonen machen das ja nicht. Und nur die großen Umweltschutzvereine sind da wirklich in der Lage, sowas da hinzustellen oder halt eben Vater Staat. Inwiefern das jetzt der Förster macht, das gibt's auch, wenn ein, insbesondere bei städtischen Forstämtern kommt das vor oder bei sonstigen Kommunalwäldern, dass die einfach schon so viel Wald haben, dass sie dann quasi einen Teil dieser staatlichen, herrschaftlichen Aufgabe für Erholung und Naturschutz und Naturbildung zu sorgen, einfach übertragen bekommen und dann quasi in kleinerer Ausführung des Staates, also der Kommune, das übernehmen müssen. Und in dem Fall wäre es der Angestellte von einem städtischen Forstamt, der Förster, und dann muss halt eben auch der Förster hin
und sowas bauen lassen, entscheiden, wo das gebaut wird und das Ganze dann auch entsprechend betreuen und immer mal wieder da auch irgendwelche Führungen und Gemeinschaftliches, meinetwegen Rehe beobachten oder Ähnliches anbieten. Fast jedes größere Forstamt, sofern es da noch Forstämter gibt, hat sowas. Das ist von Bundesland zu Bundesland, sind ja die ganzen die Försterei, die staatliche, anders organisiert. Und je nachdem richtet sich das dann mal danach, dass dann irgendwie, zum Beispiel in Bayern gibt es ja die bayerischen Staatsforsten, also übergeordnetes Ding, das sämtlichen Staatswald betreut. Und die haben auch ganz viele irgendwelche Waldbeobachtungstürmchen und Ähnliches aufgebaut. Das gehört halt eben zu denen ihren Aufgaben, weil sie das vom Staat her, in diesem Fall dann auch von Bayern her, einfach machen müssen. Jo, bla bla. Ja, und dann ist dir wohl aufgefallen, dass irgendjemand eine Wegmarkierung weggefällt hat. Das ist bedauerlich und normalerweise sollte das auch nicht vorkommen, dass der gute Förster irgendwelche Bäume wegfällen lässt, die eine Wegmarkierung tragen. Beziehungsweise wenn doch, dann sollte er im Idealfall natürlich vorher mit dem entsprechenden Verein, denn die sind das meistens, die irgendwelche Wegmarkierungen aufhängen, Rücksprache halten, dass die doch bitte kommen mögen und ihre Wegmarkierung woanders hinhängen. Oder alternativ, er baut sie halt einfach selber ab und hängt sie einen Baum weiter. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber dass er einfach weggefällt wird, das ist normalerweise, sollte das nicht passieren. Und das ist, wenn das tatsächlich da passiert ist, da hat der Kollege dann halt eben Mist gebaut. Der Förster selber macht dann auch eben solche Sachen, dass er tatsächlich selber Wegmarkierungen anbringen lässt und selber Wanderwege eben ausweisen tut. Das war schlechtes Deutsch. Macht er auch im Rahmen seines naturkundlichen Bildungsauftrages, also genau wie auch Vögeltürme und Ähnliches aufstellen, sofern er dann halt eben einen hat. Also das kann schon sein, dass der Förster dafür zuständig ist, aber meistens sind insbesondere in größeren Naturlandschaften, wie zum Beispiel im Schwarzwald, im Bayerischen Wald, im Harz oder sonst was, da gibt es dann irgendeinen Tourismusverein, der sich um den kompletten Tourismus in der Region kümmert. Das sind dann auch ganz oft sogenannte Naturparke. Achtung, Naturpark und Nationalpark niemals verwechseln. Das eine ist bloß ein Verein, der den Tourismus fördern will vor Ort und keinerlei rechtlichen Status hat. Das ist einfach nur ein Verein, e.V. Ein Nationalpark hingegen ist die größte und strengste Naturschutzgebiet-Kategorie, die wir haben in Deutschland. Das ist nochmal ganz was anderes. Also da gibt es dann wirklich Auflagen, dass man da dies und das und jedes nicht machen darf. Und ein Naturpark hingegen, das ist wie gesagt einfach nur ein Verein, der in der Region tätig ist. Die haben keinerlei besonderen Rechte oder sonst was, hängen aber halt eben sehr gerne irgendwelche Schilder zur Wegmarkierung auf, erfinden irgendwelche Wanderwege, die nach Möglichkeit an sämtlichen Gaststätten vorbeiführen, die es in der Region gibt, um halt eben den Tourismus zu fördern. Das ist so, das klingt jetzt böse, so ein Naturpark ist natürlich schon eine schöne Sache und ist natürlich auch gut für die Touristen. Man will ja die Leute auch in der Natur haben, aber das ist immer so ein bisschen wirtschaftlicher Hintergrund. Was ich aber auch gut finde, ich finde schon, Naturschutz sollte sich irgendwo bezahlt machen. Dass man also jetzt nicht sagt, wir schmeißen jetzt jedes Jahr 3 Millionen Euro in den Naturschutz und der nimmt dann damit nichts ein, sondern dann machen wir es einfach und das kostet Geld. Langfristig gesehen ist das natürlich keine Lösung, weil man halt irgendwie schon ein System braucht, bei dem Naturschutz am besten gleichzeitig auch noch Geld bringt. Wenn man also einerseits die Natur schützt und andererseits damit sogar noch Geld verdient, dann hat man ja die eierlegende Wollmilchsau, dann geht die Natur nicht kaputt und man verdient Geld. Das heißt, das Ganze trägt sich selber. Da muss jetzt kein Politiker von oben irgendwie sagen, ja, wir sind bereit, keine Ahnung, 5 Milliarden Euro im Jahr dem Naturschutz zu zahlen, damit er die Natur schützen kann, sondern im Idealfall trägt er sich halt eben selber. Das habe ich jetzt, glaube ich, 3-mal gesagt. Jo, also ich glaube, damit wäre das Ganze dann auch schon beantwortet. So ein paar Vereine, die dann halt eben ganz beliebt sind im Wanderschilder aufstellen, sind zum Beispiel der Schwarzwaldverein oder Deutschlands größter, der Alpenverein schlicht und ergreifend. Also sämtliche Wanderwege in den Alpen werden vom Alpenverein betreut. Das müssen die nicht machen, das machen die freiwillig und deshalb sind die Alpenwanderwege auch vergleichsweise gut manchmal markiert. Dafür ist halt einfach wirklich fast nur der Alpenverein zuständig.
Was die Sache halt nochmal zum Problem macht, es begibt halt auch eben keine Pflicht, irgendwelche Wanderwege auszuweisen oder korrekt zu markieren. Wenn sie also nicht korrekt markiert sind, kann man den entsprechenden Verantwortlichen natürlich anschwärzen und sagen, da hast du den Weg nicht richtig markiert. Aber verklagen kann man ihn deswegen nicht, wir sind nicht in Amerika. Es gibt keine Pflicht, also man hat nicht das Recht, als Bürger einen perfekt markierten Wanderweg irgendwo vorzufinden. Daher hat man da halt eben so ein bisschen dann das Nachsehen. Wenn es halt schlecht gemacht ist, kann man sich beschweren, aber großartig Chancen, dass das dann unbedingt besser gemacht werden muss, hat man eigentlich nicht. Es hat, glaube ich, auch meines Wissens schon lange keiner mehr versucht, da irgendwie zu klagen. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Vielleicht sieht das Bundesverfassungsgericht mittlerweile anders und sagt, dass jeder Deutsche das Recht hat auf gut markierte Wanderwege. Ich weiß es nicht. Wer es ausprobieren mag, bitte gerne. Jo, und ich laber schon wieder viel zu lange. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und das Gleiche wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.